Kennt ihr eigentlich noch Josip Iličić, die traurige Geschichte eines der besten Stürmer der Serie A? 2020 war er an seinem Höhepunkt und hat in der Champions League im Achtelfinale einfach 4 Tore gegen Valencia erzielt. Hier sehen wir noch seine FIFA-Karte von damals und sein Team of the Season. Er war extrem gut, doch dann hat ihn leider seine Vergangenheit eingeholt durch sehr starke Corona-Maßnahmen. Und in Bergamo war es bekanntlich besonders stark mit Corona. Dort war sehr viel Militär unterwegs und das hat ihn zurückerinnert und ihm Flashbacks gegeben an seine Kindheit. Er hat nämlich den Jugoslawienkrieg miterlebt. Das führte bei ihm zu sehr, sehr starken Depressionen, weshalb es immer schwieriger wurde, im Profifußball noch Fuß zu fassen. Bergamo hat ihn dann jetzt dieses Jahr verabschiedet und er spielt jetzt offiziell bei MK Maribor. Aktuell befindet er sich jedoch immer noch in Behandlung und es ist fraglich, ob er jemals zum Profifußball richtig zurückkehren kann.